Lautstark mit Sam's Pizzaland. Pizza, Pasta, Burger. Essen wie bei Mami. Du schaust Lautstarks Musik- und Kulturmagazin auf Star TV, Star TV 2 und im Netz. Hallo und herzlich willkommen. Lachen ist gesund. Das haben schon Klibi und Caroline gesungen und ist natürlich schon längstens bewiesen, dass es auch eine wohlbefindende Wirkung hat und das Leben einfach schöner ist, wenn man ab und zu etwas zu lachen hat. Einmal pro Jahr findet der grosse Weltlachtag statt und zum 11. Mal auch in Zürich. Wir begleiten die Lachparade heute und den Lachpapst von der Schweiz, Christian Hablützel. Nach seiner Ausbildung als Dekorationsgestalter, Reise- und Sprachenaufenthalt im Ausland, beruflichen Tätigkeiten als Projektleiter und in der Werbebranche ist Christian Hablützel seit 1997 als freischaffender Künstler, Körpertherapeut und Coach tätig. Seit 2004 hat sich der glücklich verheiratete Vater von einer Tochter am Schwerpunkt Humor- und Lachseminar verschrieben. Als Initiator der Schweizer Lachparade, die heuer bereits zum 11. Mal in der Stadt Zürich ist über die Bühne gegangen, vom Swiss Humor Award und vor Biodisco ist kein Wunder, dass er als Lachpapst gilt. Als Stimmungsmacher bringt er die Leute auch als Kunstfigur Friedrich Nortz mit seinem eigens kreierten Musikstil Schmunzelpop zum Lachen und seit letztem Jahr auch in Buchform als Kunstfigur Fulo Wackelbart. Eine vielseitige Persönlichkeit mit garantiertem Angriff auf die Lachmuskeln. Ja, Damen und Herren, und jetzt ist er bei uns der Lachpapst von der Schweiz. Hallo Christian. Hoi. Es fängt ja schon lustig an am Anfang. Ja, mal schauen. Es geht nicht nur um lustig sein. Lachen mache ich ja auch professionell, oder? Also quasi ganz etwas Ernsthaftes. Bis ich jetzt da, es ist zum 11. Mal, unglaublich, das 11. Mal die Lachparade in Zürich. Ja. Hast du damals ein Ritual am Anfang am Morgen, wo du dich einlachst? Oder? Nein, das mache ich ja sowieso jeden Tag. Also ich mache meistens am Morgen mache ich eine Runde Lachen. Und wenn ich nichts zum Lachen habe, das vergesse, bringt mich meine Tochter zum Lachen. Oder ich mich selber, indem ich den Schlüssel liegen lasse oder irgendwie sonst etwas ist. Dann kann man sagen, also wenn so etwas passiert wie den Schlüssel liegen lassen, dann tust du dich nicht ärgern und sagst, ah Mist, sondern dann lacht man das erste Mal ein bisschen. Ja, Lachen. Es ist ja, das Lachen führt ja auch zu Humor. Wenn man viel lacht, dann kann man die Heiterkeit ein bisschen trainieren. Also Dopamin, Serotonin, das sind glücksstimmende Substanzen, also körpereigene Opiate, oder, die die Stimmung aufhellen. Und das Schöne ist, dass man, wenn man immer wieder gute, halt gute Stimmung hat, dass man sein Denken eben auch mit der Zeit verändert und dann halt auch eher einen Perspektivenwechsel machen kann. Das heisst, wenn eben etwas ist, das eben nicht so läuft, das ist ja dann Humor ist, wenn man trotzdem lacht, oder? Das Sprichwort. Und dann gehst du eben auch mit eigenen Fehlern oder Schwächen locker herum, oder, wenn da etwas passiert. Und ich denke, das ist der grösste Gewinn noch als der gesundheitliche vom Lachen. Gut, der Weltlachtag, den gibt es, der ist nicht von mir entstanden. Ja, gell? Aber in Zürich, oder? Ja, in Zürich, da bin ich Pionierarbeit gemacht. Ich meine, das ist ja grossartig, Christian. Schön, ja. Freut mich. Wenn du das so empfindest. Es gibt natürlich auch andere Leute, die sagen, ja, was soll ich da auf Kommando lachen, gell? Aber eben dort geht es so wiederum, dass wir, was wir machen, ist ein symbolischer Akt, oder? Es geht wiederum, ein Zeichen zu setzen. Es geht nicht darum, irgendwie, jetzt einfach künstlich loszuwiehern, oder? Aber das hilft natürlich, um ins Lachen reinzukommen, um den Motor quasi mal anzulassen. Ich habe da immer angefangen, aber früher bin ich am Bürkliplatz gsi, da hat er mich ein bisschen übertan, hat er mein ganzes Vermögen liegen lassen, hat er wirklich die Bühnen aufgestellt, oder? Und große, auch Leute, Peperonis, sogar Pitch Weber damals angestellt, oder? Und auch wirklich mein Vermögen durchgelassen, quasi, oder mein Angespartes, sagt man so. Und ich konnte ja keinen Eindruck generieren, ich hatte nur Ausgaben. Und dann musste ich mir etwas einfallen lassen. Bewilligung kostet alles, Blöden kostet, musst alles organisieren, das ist alles Fronarbeit natürlich. Und ich konnte es einfach nicht finanzieren, ich habe keine Sponsoren gefunden, oder, wo wir das hätte können unter die Arme greifen. Und dann habe ich es jetzt halt ein bisschen kleiner gemacht und jetzt gehen wir halt in Karl der Grosse und dort nachher noch einen Lach-Yoga-Workshop machen. Oder? Aber eben, ich kann nicht mehr das bieten, wie ursprünglich, aber wenn jetzt irgendein Sponsor zuhört und ein paar Tausiger
dann mache ich das wieder. Yoga vorstellen bei dir? Gut. Es kommt immer darauf an, weil ich gehe hauptsächlich natürlich Firmen lachen. Und dort habe ich entweder einen Auftrag, zum Beispiel ein Thema Fehlerkultur oder Stressbewältigung oder Gesundheitsvorsorge ist ein Thema, oder, wo oft vorgeht, wo die Firmen etwas Mühe machen. Und wenn man weiss, dass Lachen ja gesund ist, dann warum nicht lachen? Das macht ja wenigstens Spass, oder? Und dann ist das so aufgebaut, dass ich meistens ein Impulsreferat halte am Anfang, dass ich wirklich eigentlich lehre, was bewirkt Lachen und so weiter, was passiert im Hirn, wenn man lacht. Und dass man zuerst ein bisschen erklärt, oder? Und dann machen wir Übungen, spezifische Übungen, zum Beispiel für gewisse Themen, oder? Wie gehe ich mit Problemen, wie kann ich humorvoller kommunizieren und so weiter. Und dann gehen wir wirklich speziell auf Themen ein, die entweder kommen, oder wo das Ziel ist von der Firma, oder wo das Team möchte, oder eben allgemein einfach so für alltägliche Sachen. Das ist das eine, also der gesundheitliche Aspekt, der andere eben Teambildung. Etwas Außergewöhnliches machen, vielleicht eben über den eigenen Schatten springen, etwas machen, weißt, wo die Leute noch nie gemacht haben, zum Beispiel am Boden liegend, alle miteinander einfach lachen, liegend, oder? Comedy ist eben ja sehr neulich natürlich. Du bist ja auch als Freddy Knurz unterwegs, ja. Oder? Auch? Ja, gut, weißt, unterwegs, das ist einfach, ich versuche das Spektrum ein bisschen abzudecken, ja. Und mache halt das, was mir selber Spass macht. Und ich tue halt sehr gerne schreiben, vor allem Texte. Es Bonny ist das Größte, es Bonny macht schnell satt. Und essen aus dem gleichen Topf, in die Warmung ist doch klappt. Und die Figur ist eben eigentlich für viele Leute ein bisschen schwierig, oder? Weil es ist eben nicht ein Erfolgstyp, sondern der Freddy ist eigentlich so ein bisschen, er hat zwar eine Bauernschleue, aber er stellt sich ein bisschen dumm, oder? Es ist eine Clownfigur quasi, oder? Und er hat so etwas Liebevolles, Positives natürlich, aber ist vielleicht nicht, ich sage jetzt, der Hellste oder was auch immer. Und in dieser Rolle gefalle ich mich eben, oder? Der Clown. Ja, nein, weil der Clown, der lebt ja vom Scheitern, oder? Also selber scheitern, aber er zelebriert das. Es ist nicht so, dass es schlimm ist für ihn, sondern er freut sich, wenn er einen Fehler macht. I can be really angry about you. That is true. Pussy cat, my darling, I love you. The reason is my darling, I love you. Du hast ein neues Buch draussen, seit kurzem im Handel erhältst. Sehr Intelligenz, das heisst Hupplö Lala Düsselfnurz. Und Hupplö Lala Düsselfnurz, das heisst eigentlich nichts, oder? Also es ist so, es ist auf die Schieberisch geschrieben, das erste Buch weltweit. Wenn man da liest, Sumsegi Fladuridu, Gitschuribu Kakalaburi, Nakla Fuludibusch. Also man versteht überhaupt nichts. Und das gibt es eigentlich nicht. Und das Lustige ist, ich habe das als Gag geschrieben, wenn ich, aber ich habe eben den Hintergrund gehabt, dass ich im Lachyoga oder ein Humorseminar
die Dschibberisch-Sprache verwenden. Und zwar zum Beispiel auch bei Speakern, die lernen wollen, ein bisschen freier zu reden. Dass sie sich nicht auf den Text konzentrieren müssen, ist das eine Methode, die funktioniert. Oder auch in der Meditation hat zum Beispiel Osho und so, die haben wirklich mit Dschibberisch geschafft, dass man schneller aus dem Kopf kommt. Wie wenn man anfängt, Chakalahulu, wenn ich da lese, Kuklabu, weil Luli die Dumm, dann irgendwann kann das Hirn nichts mehr anfangen damit. Das Hirn ist aber beschäftigt damit. Und wenn ich da lese und das Hirn überall versucht, neuronale Verknüpfungen herzustellen, und es kann es nicht, weil es hat die Erfahrungsschatz nicht von diesen Wörtern, dann resigniert es und kapituliert es und das Hirn schaltet ab. Und dann kommst du in einen entspannten Zustand. Also jemand, der zum Beispiel Schlafstörungen hat und das liest, laut oder leise für sich, der kann nachher abschalten und kann nachher einschlafen. Flubi, wo flim, ziehst du uns? Ha, ha, Gigeli Gutz, Busi, Busi, Wiedelflub. Und ich finde das, ja, von der Literatur her, ich glaube, so etwas hat es noch nie gegeben, oder? Das ist ziemlich einzigartig. Wenn ihr so ein Buch, es ist ja wirklich ein Lebenshilfebuch, kann man an dieser Stelle sagen, gewinnen wollt, mache ich jetzt ein Mail lautstark@startv.ch mit ein bisschen Glück und eins von diesen Büchern zu euch heim und natürlich einem Handel erhältlich. Also jeder, wo... Ein lustiges Video zu diesem Buch. Ja, ja. Auf YouTube findet man, wo verschiedene Leute jetzt ernsthaft... Hast du ihn gesehen? Ja, natürlich. Ich bleibe mit Gaspäfflen. Röms, Flusaga, Salibu, Wupp, in Flams. Pumpapa, Musti, Posch. Gibt es auch manchmal einen Moment zu Hause, zum Beispiel eben mit deiner Frau, die Schauspielerin Julia Jentsch, oder? Wo, wenn sie wieder mal so einen Film gespielt hat, vielleicht ein bisschen ernst ist, wo du wieder ein bisschen kannst... mit solche Filme. Das muss ja ein Gegenpol geben, eben mir, oder? Bist du der Gegenpol? Ja, zum Teilweise, aber es kann auch mal waschen. Ich bin schon im Dschibberisch-Salat drin. Nein, es kann natürlich auch mal wechseln, weißt, im Sinn von, das ist nicht so. Also meine Frau ist auch sehr lustig ab und zu und sie ist sehr fröhliche, obwohl sie viel sehr ernste Rollen spielt. Also sie hat die beides, oder? Wir haben beides. Und es wechselt bei uns ab. Ich bin nicht immer nur der, der es auch mal für sich finden oder muss die Verantwortung übernehmen und sagen, so und jetzt... Jetzt wird mal gegessen oder jetzt, was auch immer, die erzieherischen Massnahmen, und nicht immer nur darfst lachen, oder? Dass es auch nicht produktiv ist. Also haben wir einen guten Kontrast auch gegenseitig. Oh ja, aber eben, es kann auch mal sein, dass ich es vergesse und dann macht meine Frau ha, 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 und dann weiss ich, ja, genau. Sehr schön. Christian, Lachparade 2018, kann man wieder eine erwarten? Ja, ich hoffe ja. Also wenn ich rum bin, auf jeden Fall. Außer ich bin gerade unterwegs, oder? Aber nein, machen wir wieder, klar. Das heisst, ihr habt wirklich schöne Eindrücke gesehen? Anfangs Mai, das erste Wochenende im Mai oder das zweite, sich schon mal vormerken, reservieren. Und ja, schauen wir mal. Also, müsst ihr wirklich selber live schauen, die Lachparade mit dem Christian Hablützel, auch damit lachen. Mitmachen. Genau. Super. Christian, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Schönes zu lachen. Alles Gute mit dem Buch und mit dem, was du machst. Und alles Gute natürlich bis zum nächsten Mal. Christian Hablützel. Danke euch, merci. Das war der Christian Hablützel. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Lautstock auf StarTV, StarTV 2 und im Netz. Bis dann, eine gute Zeit. Und nicht vergessen, möglichst viel lachen. Tschüss. Nächste Woche in der Sendung die diesjährige 43. Privalo-Gala. Alle Gewinnerinnen und Gewinner vom Goldigen Preis in der Zusammenfassung nur bei Lautstark. Lautstark mit Sam Spitzerland. Pizza, Pasta, Burger. Essen wie bei Mami.